Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Auch heute ein kurzes Update aus dem Homeoffice. Es ist die große Betonage. Und das überrascht euch vielleicht jetzt ein bisschen, aber erstmal Dankeschön an Nier oder Near, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das ausspricht, für den Hinweis auf der Fanpage. Also hinter der alten Bahndirektion wird heute noch betoniert. Das letzte Eckle hier unten kann man sehen. An Schutzschicht plus die Aussparung für einen Kran. Da braucht es auch noch Schutzschicht. Wir haben ja berichtet, dass die Schweißbahnen reinkamen. Also, das ist dann abgeschlossen und kann zubuddelt werden. Ja, und was ihr natürlich auch wissen wollt, heute großes Bergfest. 14. von 28 Kelchstützen wird betoniert. K6 ist dran. Da würde ich doch mal sagen, man kann die Farbe umstellen. Das gilt jetzt als gesetzt. Zwei Pumpen, eine steht unten und eine hier oben. Schauen wir auch nochmal aufs große Bild. Hier haben wir schön jetzt die K6 drehen. Und beim Reinzoomen kann man nochmal schön die Position der Betonpumpe sehen. Ja, R3 ist ja schon lange fertig. K5 auch. Schwindgasse D2 ist hier bis K5, K4 Mitte drin. Nach einigen Wochen, wenn K6 komplett ausgehärtet ist, kann die Schwindgasse D2 von hier die Lücke schließen bis K4, K6 mittig. Den Kran müssen wir noch ein bisschen drin lassen. Und R4 schätze ich Betonage nächste Woche. Auch hier wäre dann nach einigen Wochen Schwindgasse D3 möglich. Also erstmal Seitenelement und dann bis hier Mitte K6, K8, K6, K5, R4, K8, also hier drehen D3 als nächste Möglichkeit. Und im März K19 könnte gut klappen. Noch ein Blick auf die Webcam Bahndirektion Süd. Betonage gestern. Spannbetonbrücke, erste Fahrstraße oder Fahrstraßen für Gleis 4. Das wäre also hier und Gleis 5 hier. Und die Aussparung. Ich nehme an, um das dann nochmal quer zu versteifen und auch für die Betonage selbst ist es sinnvoller und fürs Spannen. Wobei das Letztere ist nur eine Vermutung von mir. Da wäre es schön, wenn mal ein Experte einen Kommentar hinterlässt. Ja, hier nochmal Blick auf die Betonage K6. Da gibt es dann auch eine neue Farbe. Hier haben wir auch schon die Farbe geändert. Und das Bergfest kriegt natürlich auch einen entsprechenden Platz. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!